ich habe halt ehrlich gesagt den 16-3-4 aus, war. So, weiter geht's. Mirage ist an. Seid ihr drauf? Also wahrscheinlich noch am Connecten. Ja. Gut. Wollen wir mal hoffen, dass Harry Games was zu bieten hat auf der Map, auch wenn ich das ein bisschen bezweifle. Ja. Mal schauen. Direkt eine A-Taktik. Aber das und ist nicht so spielt A auf Retake. Ja. Durchaus gut. Und sie werden auch etwas länger zum Verschieben brauchen, da sie wirklich zu dritt auf B stehen. Ja. Mal schauen, wie sie den Retake fahren. Friedberg mit dem wichtigen Kit. Trent geht easy durch. Kenny deckt auch nach hinten, da wird Getright kommen. Wir haben leider halt keinen Beta im Keller oder so. Und es gibt nur noch eine Flash in Form von Kenny. Boah, schön. Kenny gewinnt das. Er muss jetzt die Flash nutzen. Die kommt jetzt. Boah, sehr geil. Die machen die Flash schon vorher. Sehr, sehr starke Pistole. Netter Gegenread von VG irgendwie. Jedenfalls interessant, dass Nip B spekuliert und Very Games A kommt. Wer weiß, was da vorher für Demos gesichtet wurden. Aber ja, ich glaube, ist das daran liegt. Es ist einfach so, dass man auf dem Top-Niveau kann man B einfach sehr schwer halten mit zwei Leuten. Mhm. Ja, aber trotzdem, mit seiner Pumpgun. Der Retail ging halt mal komplett in die Hose. Ja. Also, keine Ahnung, ich hab's nicht so mitbekommen. Ich war ein bisschen auf Kenny. Der hat halt einen sehr wichtigen Frag gemacht. Ja, auf jeden Fall. Aber Pistol-Statistik verführt jetzt Very Games. Ist Very Games nicht mehr ganz bei Sinn? Alter. Die haben halt vier Glocks gehabt. Ja. Okay. Damit vielleicht Geld sparen, das aber rächt sich jetzt. Boah. Das Team verliert das nicht. Wo liegt die MP halt? Okay, hat ja, die MP. Ist gut. Wow, Alter. Haben sie auch im Training gegen uns gemacht. Ah, Staffos wieder da. Jawohl. Die ganze Band ist langsam komplett. Ja. Ja, ich hab Andi ausgewechselt. Ja. Ich war immer noch Server gemutet, also sei leiser. Kannst du mich in TCM TV umbenennen hier? Ist eigentlich das Finale heute noch? Oder nee, morgen? Das ist morgen. Nee, ist 19 Uhr, glaube ich. Das ist nur das Finale morgen, oder wie? Nee, Consolidation Finale auch noch. Also zwei Spiele morgen und nach dem hier noch eins. Aber um 17 Uhr spielen wir morgen, da müsst ihr alle einschalten. Bloß nicht das Finale gucken. Ich bin noch gegen Western Wolves bestimmt, das ist spannend. Ach, seid ihr jetzt schon fix im Finale da in diesem Cup? Ja, okay. Nur der Gegner steht noch nicht fest. Sag mal gut auszuschlafen. Oh. Oh, ne. Nip hat gekauft. Nip Force sie gerne. Aber ob das clever war? Ah, keine Ahnung. Ich wusste ja, dass Very Games nur Glocks hatte. Ja. Die haben jetzt den First Track gemacht, aber... Sonst haben sie halt wenig gekürzt. Das ist doch Very Games hat alles. Vielleicht haben sie den gehört. Boah, sehr schön Flash. Und er kommt nicht runter. Er ist blind. Boah, er wird gesehen. Hat noch gereicht. Nice. Boah! Cool. Der verteilt richtig. Ja, das ist seine Karte. Ja. Fällt mir, wenn man Scary Games macht. Mein 16-4-Tipp geht schon mal nicht auf. Existence steht auch sehr gut. Aber okay, es ist ehrlich gesagt egal, wo er baitet. Ist ja schon alle tot, wenn Scream auf dem Server ist. Jimmy, der hätte sich mal eben auf Nuke sehen müssen. Boah, er macht unten auf dem Spot 4 Headshots mit AK. Waffen. Auf Distance. Jetzt geht er einfach auf K. Ja, der hat seinen Job gemacht für heute. Aber wird nicht gut gemacht, finde ich, dass sie kaufen. Ohne Equip. Und sie wussten, dass Very Games nur Blocks hatte. Ja, es war klar, dass Very Games dicke Waffen hat. Ja. Der Go war aber auch richtig gut. Ja, musst du noch sagen.
Hero Games als Terror mit einem 4-0 starten, wenn alles gut läuft, nicht schlecht. Ich meine, sie werden schon was drauf haben auf ihrer Arsch, sonst hätten sie ja rausgewortet, wenn es eine sehr schlechte Map von ihnen wäre. Ja. Okay, sie haben halt Train ausgewotet, ne? Ja. Da waren sie in Sword schon nie gut. Train und Inferno haben sie gewetot. Ah ja, stimmt, das sind ja so 8 Mets im Pool, ich vergesse das immer. Ja. Oh, schon ein letztes T-Base. Aber Existence hat, glaube ich, aufgepasst. Ja. Krass, wie konnte der überhaupt da durch? Kenny? Will er sich heute nochmal bewegen? Ja, jetzt kommt er. Edward hat eine AK gesellt. LOL. Was ein Spray. Wir sind sie raus. Überk wird auf jeden Fall was riskieren, ob Forrest was riskiert, weiß ich nicht. Ich denke ja kaum, sie haben kein Kit und Forrest wird die Farmers und das Kevlar lieber in die nächste Runde bringen. Forrest geht noch auf Exit Frag. Doch ganz sinnvoll bei dem Geld, was Vero Games hat. Kann man noch ordentlich Schaden hinzufügen. Und er könnte so oder so nächste Runde kaufen, egal ob er die Waffe verliert. Hab ich ja gesehen. Wieder runterputzelt noch. So, schöner Start, 4-0. Zap. Ja. Forrest mit Awe und Getrad mit Autosniper. Bisschen zu drauf haben. Quantic Style. Wollen die Autosniper mal bannen, Alter? Die Waffe nervt. Existence. Aber das geht wahrscheinlich kurz auf. Zählt vielleicht einer mal vor B rein? Nein, der geht direkt kurz auf. Da wird er nicht sehen. Existence deckt sehr defensiv ab. Ja. Hat selbst auch eine AWP. Sehr gefährlich, Gadget mit der Autosniper auf A. Raid jetzt auch sein komplettes Magazin in die Smoke. Bauen jetzt um, 2 Action, 2 Haus. Und Gadget macht wahrscheinlich den Frick. Oh, oh, der hat nicht einmal geht. Nein, NBK nimmt da nochmal weg. Timing. Okay. Ich hab's nicht gesehen, aber was? Warum hat er vor dem Go was versucht? Nein, es war jetzt Smoke Kerrigan und zieht halt gerade in dem Moment weg, wo der Spieler unter Leiter herumkommt. Aber stimmt, er war schon draußen, obwohl noch kein Go kam. War schon seltsam. Ja, aber ich glaube, das war die Strat halt. Meinst du? Das ist halt ja, ich denke nicht, dass Nip damit. Ja, ich denke nicht, dass Nip damit gerechnet hat. Der hat ja keinen Step gemacht, hat er nur gefällt. Der Dread sprayt einfach rein und killt alle mit Autosniper. Und werden sie kaum holen. Ja, aber der Plant kommt durch. Ja, immerhin. Also sehr wichtig. Boah, ein Scream lebt noch. Krass, von Kidroid. Aber Scream kann von seiner Pose kaum was machen. Schön. Headshot. Wobei, nochmal Headshot. Ist sogar noch drin, würde ich sagen. Wenig Equipment. Boah, sehr schön von Kenny. Das ist echt drin. Was kommt drauf an, was Scream hittet? Boah, Scream hittet nicht. Und liegt die Bombe zur Action? Nee, wurde schon durchdiffused. Schade, aber wenn, safen. Ja, wenn Scream da den Headshot setzt gegen die Arbe, dann haben sie die Runde. Ah, erste Equip für Nip. Müssen auch ganz gut nachkaufen. Ja, Nip muss auf jeden Fall droppen. Kostet Geld. Vero Games also immer noch ein bisschen im Vorteil. Gute Chancen für Vero Games, wenn sie jetzt die Runde machen. 5-1, dann Nip sparen. Da haben sie hier echt hier an der Mangel. Wir würden vielleicht gerade einfach versuchen, seine Planter zu holen, damit Kenny S überlebt und 1-on-1 hat gegen die AWP, weil die erst auf Spot rennen müsste. Existence über Keller. Auch jetzt ein anderer Aufbau mal. Der Flan deckt er ab. Nee, Exist war das. Die Namen, ey. Muss man kurz das nachdenken. Ja, Johansson war schon Fiffler, ne? War schon richtig. Ja, stimmt. Richard Landström ist. Ja, das ist Exist, ne? Ja. Das ist blöd, dass bei den R. Beide Richard heißen, oder Richard. Und dann noch mit L den Nachnamen haben. Ja. Naja, ist Fiflan auch Richard? Ich weiß nicht. Robin.
Robin, ne? Ja, genau. Stimmt. Siehst du, dafür bin ich da, Junge. Dafür bin ich da. Ja, du hast die Fan. Okay, bin wieder hier. Ciao. Ja, ja, Ani, post noch den Link von der Config bitte in die Comments. Okay, mach es. Hammer, Alter. Kenny, mit sich gleich. Wird einfach nur noch safen. Ah, wird vielleicht sogar noch geholt. Ich glaube, er holt den. Ja. Aber knapp. Boah, ich würde einfach liegen gehen. Theoretisch schon. Aber wird noch sterben. Ah, 2-4. Sie haben kein Geld. Also die Strat ging auf jeden Fall überhaupt nicht auf. Zwei Mitte, zwei Keller. Ja, Existence war aber auch ein bisschen schnell da, Mitte hat keinen Druck gemacht. Somit konnte Phil Flan da ganz offen im Fenster sitzen. Mhm. Ihn reinlaufen lassen, sodass Existence gar keine Chance hatte. Also nicht gut gespielt von Varygames, beziehungsweise halt von einem der Mitte-Spieler. Headshot, Alter, mit seiner Autosniper, er ist so ein Opfer. Du weißt schon. Anne. Ich war alleine. Guck mal. Bewegt sich nicht mal. Na, ja, zwei Schuss und tot. Ja, alleine schon, wenn er auf Train einen Fuß sind, macht. Penny ist schon, seht ihr durch? Sehr geil. Wenn er Glück hat, zieht er beide um auf dem A-Spot. Ja, was Scream. Oh, Scream darf nicht sterben. Macht Kenny jetzt gut. Ich hoffe, er macht jetzt nicht den Dizzy. Er muss ihn knifen, ja. War gut, ihn zu knifen. Nice. Gibt das mal 1500. Schade, guter Move. Aber es ist... relativ egal, ob er überlebt oder stirbt. Aber bist du unnötig von Get Right? Er geht noch auf Runden, wenn jetzt. Bist du unnötig von Get Right gestorben, fand ich noch. Ja. Genau, so, der Sniper wird schon gepickt. Brauchst du sich halt eine neue. Ne, oh, er hat Colt, ey, Gott sei Dank. Kenny mit Arve? Hat auch einen guten Spawn zur Action. Sieht doch so aus, als würde er da direkt auf Pick gehen. Den Guardian in Action. Boah, die Nades. Boah, er hat 20 HP. Hat er keinen Kevlar. Oh. Ach, es war nur eine Hai. Jo. Ah, ja, krass. So, wieder alle A gesammelt. So, wie gut ist der Argo? Boah. Headshot noch runterfallen. Aber Vivi Games, die kassieren doch immer vorher schon den ganzen Damage, bevor sie überhaupt irgendwas machen. Schon wieder zwei low. Das wird wohl ein leichtes, so aufzuhalten. Easy für Nip. Boah, die Bombe ist doch gar schon dauernd auf Spot. Bisschen eh der Scream oben noch am Balkon ist einfach. Penny und Scream einfach immer die beiden letzten, einfach jede Runde. Scream ist auch jede Runde im Haus und er hat noch nie was anderes gespielt. Halt echt auf, langsam. Hey Jungs, ihr seid halt zu dritt hier und Kenny hat den krassesten Shot gemacht und ich höre kein Boah! Also mach ich das keine jetzt. Keine Ahnung, ich war nicht drauf. Boah, was für ein Shot. So, ich bin wieder weg. Ciao. Bubblefracks werden hier generell nicht gehypt. Ich verstehe nicht, warum Vivi jetzt schon was Schnelles auf B oder so probiert. Ja, wollte ich auch gerade ansprechen. Eine Runde auf B wäre jetzt ganz gut. Ich stelle generell nicht so eine Runde, ja, wo immer zwei hinten bleiben. Schon echt komisch. Ich habe auch noch nie gesehen, dass so ein Team über Mitte den Switcher so splittet. Das finde ich am effektivsten bei A. Weil so konzentriert man sich auf zwei Ausgänge, kann sogar noch vom Switcher ein bisschen flashen oder so.
Bei dem Mung geht aber auch alles rein, ey. So, mal so drauf in mein Headshot. Schauen, was Real Games jetzt spielt. Auf jeden Fall was einfallen lassen. Wieder nach Argos. Na gut, ich meine, vorhin haben sie jetzt früh den Damage gefangen. Aber das passiert ja in der Runde halt. An das Geld bei Nips sitzt auch nicht so locker, ne? Also wenn Very Games sich ein bisschen anstrengt, können sie auch nochmal ein paar Runden am Stück holen. Boah, und Forest pusht B mit Ave. Auch interessant. Ah ja, die wissen direkt schon wieder Bescheid. Ausschließen. Exist ist auch schon in der Action drin. Ja. Oh, wird geflasht. Aber keiner zieht rum. Und Get Right lenkt sogar noch ab da im Schlitz. Sehr gut, ja. Sehr gut. Aber das Varigant sollte sich von sowas nicht behalten lassen. Eigentlich nicht. Wenn wir Cabot schon nicht sind. Sie sind da so fokussiert auf den Go. Ja, wird da hingucken. Der wird den gucken. Boah, er dreht sich weg. Boah, ja, aber das stimmt. Sehr gut. Aber Get Right hat noch offensiv. Boah, ein gute Posi. Nein. Boah, der zweite macht gar nicht. Das von MBK wieder. Das war unnötig von Scream. In Überzahl dort rauszugehen. Die Hits. Boah, schöner Bang. Aber Bombe noch nicht. Forest kommt von hinten schon, ist schon da. Boah, mit dem rechnen sie nicht. Schöne Flash. Boah, Exist ist rechnen. Mit dem rechnen sie? Nein, rechnen sie nicht. Ja, so halb. Oh, ich weiß. Oh, lol. Oh, und wenn Kenny den Frag macht, wichtig, nice. Ja. Exist hat dann natürlich die Bombe. Jetzt kann er safe legen. Wenn es Kenny safe spielt. Boah, hier wird die Score noch. Oh, müssen wir noch reloaden. Ja. Moment, liegt irgendwo Kenny da. Es ist gut, es ist gut. Existence hat ihn weggeschickt. Ja, und spielt gut auf Zeit. Es ist sehr gut gespielt. Ja, ja. Boah, ein schöner Headshot. Aber das war wunderbar gespielt. Ja, also, ja, von Existence vor allem klar. Wenn es wirklich die Ansage von ihm war, dann war es gut. Aber wenn er selbst da so auf gut Glück über Base schiebt, ohne sich das vorher abzusprechen. Weil dann stirbt Existence, er ist halt nicht da und dann kann durchdiffusen. Wobei es Forest natürlich nicht weiß, aber. Da hast schon recht. Naja, aber Kenny ist ja eigentlich auch ziemlich schnell am CDS vorn. Ich glaube nicht, dass er das mit durchdiffusen geschafft hätte. Ach, das dauert schon seine Sekunden. Und jetzt wieder der Argo. Die Runde wäre aber noch, glaube ich, ein bisschen easier zu Ende gegangen, wenn Scream einfach im Haus nicht gestorben wäre. Muss halt nicht machen in Überzahl. Oh, Mitte-Kontrolle, ich nehme jetzt wieder zu dritt am A, aber zwei am Connector. Boah, schön. Schön von MBK. MBK, Alter. Mein absoluter MVP bis jetzt. Können wir mal Autogramm bekommen? Boah, es gibt nur Arm-Hitte, oder? Du hast Newt nicht gesehen. Boah. Schönes Mode. Er kann zwei Frags machen. Boah, sehr schön MBK, nice. Alter. Und jetzt aber wieder von hinten schon? Ja, aber ist bekannt. Aber gespeckt. Freeberg kann gerade nichts machen, ist noch abgesmoked. Es ist chippt über Haus. Aber die Bombe liegt auch noch nicht. Ah, ja, sehr schöner Plan. Ja, wir legen. Die Runde ist safe. Perfekt. Keine Smokes mehr bei den CTs, von daher wird es ja nicht schlagen. Vielleicht von Freeberg. Sehr schön aus, auch wie sie das decken. Ja, keine Chance. Noch eine Echo aus der Nip. Ja, wie ich gesagt habe, wenn Very Games halt zurückkommt, können sie noch mehr Runden am Stück holen, da Nip nicht so viel Geld hatte, obwohl sie 5 Runden am Stück geholt haben. Waren eben immer wieder knappe Runden dabei. Ja, sie haben echt nicht Geld, kein Geld. Real Games wieder in Führung. Oh ne, MBK einfach hochgeschlichen. Boah, lass ihn rein, aber er dasht nicht mit dem zweiten.
Hier ist immer noch Dauer unbekannt. Boah. Boah. Lol, er tickelt sein Mate. Boah, aber, oh, aber der jetzt den Headshot. Super wichtig, dass er den noch macht. Noch den Assist gemacht. Sehr schön. Uiuiui. Ein bisschen Chaos. Man, Varigames Shoot echt ein cooles Spiel, man muss dann sagen, obwohl sie nur A gehen. Aber es klappt ja scheinbar. Hm, ich verstehe auch nicht, warum Nip damit dann so Probleme hat. Sie haben ja auch eigentlich immer die Kontrolle, bevor die Varigames Spieler A gehen. Naja, sie kommen ja schon immer von hinten, aber... Eben aber schwer. Das Varigames ja nicht was dagegen macht und nur einen ab... Ja, jetzt zum Beispiel die Kisten. Ja, ja, jetzt zum Beispiel. Das ist... Na, diesmal wird wahrscheinlich keiner kommen. Doch, doch, da pusht auch schon der erste B-Haus, oder nicht? Ne, kurz pusht er. Ja, aber er wird so, Forest Mitte wieder frei. Lange. Forest schiebt schon wieder zum A, denke ich. Ne, er hat sich doch umentschieden. Mein Immeln ist jetzt mal... Einer mit am Spot, einer am Holz. Mein Existence kann auch ansagen, dass sie nicht pushen. Ah, kommt trotzdem wieder zurück zum A. Simon schreibt mir gerade, Nothing kommt zu ihm mit einem Joint in der Hand. Die sind jetzt Brüder, meint er. Okay. Hey Simon, wanna go smoke some weed? Okay. Boah. Der Ansager rastet aus. Right ist nicht gecallt, glaube ich, an der Position. Am Spot ist er noch, oder? Ja. Nein, war nicht dann gesagt. Boah, kennt ihr nicht. Boah, schön den Step dann nach hinten gemacht, um wieder in die Deckung zu gehen. Oh, mitgebankt. Anschlussrunde für Nip. Varigames dürfte aber Geld haben. Doch nicht. Dann wäre aber Nothing. Entschuldigung, Bonbon. Ja, ich wollte nur sagen, dass die Runde halt vorhin so knapp noch war. Dieses 2-on-3, was eigentlich schon gegessen war, das ist ja dann noch zum 1-on-1 geworden. Das wird ihn gerade ein bisschen verhängt. Die Eco war auch nicht so super, deswegen jetzt halt direkt Eco. So, jetzt darfst du. Ah, danke schön. Dann wäre ja Dings hier Nothing nicht nur Best Friends von Simon, sondern auch eben anders. Das war's. Tschüss. Lol. Boah, fuck, ich muss Blockstar noch die Nähe. Oh, sie holen aber die Eco, wie kann das sein? Was? Was? VG hat die Eco. Was ist hier los, ne? Achso, lol. Die hatten keine Eco, du. Ja, ich hab gar nicht geguckt. Ich hab nur zwei Pistolfracks gesehen von einem. Von der letzten Runde. Sie haben echt keine einzige Runde auf dem B gespielt. Ja, aber generell auch, dass sie nicht in der Anti-Eco zum Beispiel, jetzt nicht der Runde, aber halt davor die Ecos nicht einfach B gehen. Hm. Ja, noch einfacher kann man das Nip halt nicht machen. Ja, aber... Also ich meine, das Ergebnis spricht ja ein bisschen für sich, ne? Auch wenn sie 4-0 in Führung waren, das ja, sind ja schon... Ja, aber gehen wir mal davon aus, sie gehen in den Runden nicht auf A, sondern auf B, dann holen sie vielleicht 10 Runden oder so. Na klar. Ich meine, okay, Nip spielt es auch ziemlich schlecht, finde ich, weil sie immer noch denken, dass sie ab und zu B gehen, so. Die halten Varigames vielleicht für ein bisschen klüger als wir, so. Boah, Haus oben noch drin. Boah, da steht in der Smoke. Was ist denn das? Exist. Boah, wurde ich jetzt noch gesehen? Oh, was? Boah, Alter, hat ihn durch die Smoke geholt. Wahrscheinlich den Dot noch gesehen, auf dem Radar. Ja, schöner Headshot da von Scream auf jeden Fall. Ja, aber jede Runde gleich. Komplett gleich, einfach 1 zu 1. Müssen sie machen, damit der Halbzeit gewinnt. Keine Angst, hab ich um meinen BK. Boah, ist schöner Headshot. Ja, boah, nochmal drüber gezogen. Dick reingelackt. Aber wieder eine sehr schöne Halbzeit. Varigames hat sie wieder in der Hand. 8 T-Runden. Auf jeden Fall drin. Schauen, ob sie es endlich mal schaffen. Es fehlt einfach immer auf jedem Event, so wenn sie knapp spielen, das gewisse Etwas, das sie in die Runde holen. Das war ja wirklich schon mal so, dass sie gut geführt haben, wirklich das Spiel in der Hand hat. Du hast Nuke eben nicht gesehen, sie waren 13-6 vorne oder so, verlieren 4 3-on-2s. Die waren, glaube ich, immer gegen,
immer gegen Getroid und Forest fast, oder? Ja, Getroid hat echt ein mega Spiel gemacht eben. Auch wenn das statsmäßig unten war, aber hat dann ein mega Spiel gemacht. Ja, ich würde es ihnen schon mal gönnen, dass sie so gewinnen, so als Erfolgserlebnis. Also vielleicht pusht das auch nochmal. Ja, zumindest mal eine Map holen. Das muss schon deprimierend sein, jedes Mal so knapp zu verlieren, ne? War doch unverdient meistens halt. Ich meine, klar, geben sie die Runden ab, aber. Ja, ja, Demi. Ich weiß ganz genau, wieso du denen das gönnst. Ich weiß alles über dich. Hau raus. Nee, nee, ich schreib ihnen das. Achso. Tischpunktartig. Das ist doch eh schon. Ani kommt ja immer so mit den Insidern aus dem Hinterhalt, die keiner versteht. Ja, das ist das Problem. Nicht Pistol für Very Games. Das ist ja gut. Wir müssen einfach Partei sein, tut uns leid. Vielleicht haben aber sie wieder den einfach so gut. Oh, nimm einen Fake. Ich sehe nicht, warum meine DK am Spawn wegwirft. Frag mal Ani. Oh nein, aber was? Was hat Kenny? Frag mal Kenny, Alter, Decoy Dadler. Lol, wo hat Kenny denn das Damage bekommen? Ja, im Döner. Ah, ist okay. Ja wirklich instant den Shot bekommen. Ja, den Glock. Oh, so go über den Connector. Nice. Och. Ja, das meinte ich halt. Boah, oh, schön. Oh, der Screen wird nicht gecallt und Existence kann da den Fake machen. Können leider nicht noch einziehen. Ah, NBK wird da nichts machen können. Ja, Runde geht dann nipp. So, wieder 1-1 in Pistols. Ja. Insgesamt 2-2. Wenn sie wirklich mal beide Pistols gewinnen würden. Ja, okay, aber wenn sie beide Pistols gewinnen, dann 16-14 gewinnen, dann wäre es ja an sich auch nicht so richtig verdient, wa? Ja, scheiß drauf, man. Hauptsache Map gewinnen. Das wäre denen dann in dem Moment Frieden war auch egal. Ja, denen wäre das eh egal, aber wir müssen ja unparteiisch sein als Moderator. Nein, müssen wir nicht. Bei mir darf man parteiisch sein. Bin ich ja selbst oft genug. Oft genug auch. Ja, okay, für deutsche Leute ist es auch okay, so. Was ein schön Haus durch. Ja, Go kommt schon am Connector. Pumpgun. Nichts. Boah, Spree mit der. Schade. Boah. Boah. Also manchmal denke ich, NBK hat irgendwie so ein Aimbot. Teilweise schon krank. Wieder ein Headshot. Noch ein Headshot. Alter. Boah. Noch Teamkill. Und Teamkill, ja. Oh, er bangt ihn. Oh mein Gott, der gibt einfach 3 Headshots. Wie deprimierend das sein muss. Ja. Man sieht nur, wie krass der gerade spielt hier auf dem Event. Oh. Wichtige Smoke. Wollen wir mal 300 wegschmeißen, warum auch nicht? Wo sie die Waffe hinschicken. Soll ich den Keller schicken? Oh, man hat Zugriff im A. Flash für Smith. Ja, die Mitte. Kommt eine Flash von hinten? Doch ziemlich wieder dasselbe wie in der ersten Anteco. Jetzt kommen sie, ganz gutes Timing eigentlich. Boah, ab die Nades. Ach, schade, Lip kommt zu defensiv. Geht leider nicht auf.
Boah, schön geschossen von Existence. So, auf geht's. Das reicht nicht für eine AWP. Oder sie vielleicht wollen sie auch gar sie wollen einfach keine. Und Nip spielt direkt was zum B. Direkt der B-Split scheinbar. Oh, schöner Boost von denen im Döner. Kenny sieht da sogar noch ein bisschen was. Keine Hits, schön von MBK. Oh! Hey, wie instant der dann immer drauf ist, so krass. Und der dritten! Den vierten. Alter, den vierten auch noch. Das ist so ein Tier. Komm schon, hol dir das Ace. Oh, schade. Das hätte er sich sowas von verdient. Aber auch ein geiler Boost am Anfang, habt ihr das gesehen? Im Döner. Direkt in die Döner rein. Ich hab mich drauf geachtet. Die gehen halt beide Döner rein, boosten sich direkt Mini-Döner hoch übers Fenster. Hat sich bezahlt gemacht. Schon gestanden von Smith. Sehr, sehr starke Runde. Gut fürs Geld natürlich auch. Das könnte sogar die letzte Kaufrunde sein für Nip. Baby Games quasi zu viert am A. Forest allein mit am Gammeln. Der Argo wird aber kommen. Schönes Kreuzfeuer dort mit Existence, Holz, sind auch zwei, sehr unerwartet. Und sogar eine Pistole so ähnlich gespielt. Der eine steht doch nur an der Leiter mit einer. Okay, Smoke vielleicht nach. Ich würde mich interessieren, was er an der Leiter da macht. Sehr gut aus, da zu viert. Oh, den Schatten sieht er 10 Jahre schön vorher. Was mit zwei Holz? Oh, es geht boah perfekt auf. Also sie stehen natürlich auch zu viert da, ne, muss ja, man ja, sagen. Ja, klar. Forest, schöner Headshot, aber... Get right allein, das könnte die nächste Viererrunde werden. Und boah. Boah. Wie er da noch zwei macht. Wie noch 100 AP hat. Die Runde darf er nicht holen. Stream ist drauf. Und das heißt Eco für Nip. Sehr gute erste Equipped Rounds, auch wenn die Waffenverluste jetzt am Ende nicht hätten sein müssen. Eco bei Nip. Haben auch ein paar Smokes. Wollen wir schauen über kurz. Das sieht doch nicht gut. Coole Flash von ihm. MBK kurz da, kann jetzt wieder stauben. Alter, der hat aber auch ein sehr gutes Recoil Control. Schon wieder 4K von ihm. Also für mich auf jeden Fall der MVP von Very Games bisher. Wobei Very Games hat einfach jeder ein Kit. Vor die Runde auch schon, obwohl die nicht so viel Geld hatten. Ja, man hat kein Risiko eingehen. Wenn man das vernünftig macht. Ja, bei uns ist immer die Regel 3 Leute Kit. Reicht doch eigentlich. Ja, reicht doch. Ja, finde ich auch. Weil
Ja, das ist nicht teuer. Ich schmeiß immer ein Kit rum, Alter. Natürlich nicht drei Leute auf einem Spot ein Kit, das ist ja klar. Yeah. Und dann noch ein viertes kauft, aber. So die Grundregel. Sie stehen wieder zu viert am A. Aber Get Ready diesmal. Frack gesetzt in der Action. Und scheinbar wieder so ein Go über Mitte. Oh, ein Forest John Döner drin. Oh, schön, Penny. Penny, nice. Und oh, Forest schon durch nach Ahnung, Spawn. Keine Ahnung. Forest schon durch nach Spawn. Das ist aber gut, dadurch kann Kenny die Runde gewinnen. Oh nein, schade. Oh, jetzt kann er Down fast mit der Smoke nichts mehr machen. Oh, MVK. Scream wird gleich von links gekillt, wenn die Smoke weg ist. Smoke wird Forest rechts lang. Bitte noch eins. Oh, jetzt weiß es. Das kann er vielleicht. Nein. Starker Go von Nip. Kenny hätte die Runde sogar noch retten können, da ja, Forest ihn einfach nicht gekillt hat. Aber ist natürlich auch schwer gegen zwei Leute. Schade. Sie haben aber Kohle. Jetzt mal was Aggressives, gefällt mir. Gutes Smokes in der Mitte. Boah, perfekt. Nein, den muss er töten. Forest war sowas von blind. Ja. Boah, wenigstens der Reflex, sehr gut. MBK pusht doch oben. Gut, Kontrolle jetzt. Aber kommt da gar nicht mehr raus. Ja, er muss halt weg. Er smoked sich. Hat aber immerhin Support. Und MBK ist durchgepusht am B-Haus. Wurde da auch abgegammelt von Freeberg. Vielleicht ein bisschen zu viel gewollt. Xis checkt die Mitte nochmal. Kann jetzt immerhin ansagen, dass die Mitte frei ist. Gehen aber das nicht so gut nochmal. Ja. Spekulieren jetzt vielleicht auch auf B. Ja, Existence schließt jetzt halt aus. Scream ist jetzt mit da. Das könnte vielleicht noch was werden. Wobei sie haben keine. Kenny hat noch eine Gegenflash. Sehr schwer für Kenny jetzt was zu machen. Nein, er macht einen Shot, aber kein Frick. Scream. Ah, macht auch noch einen. Instant Refrag. Get right. Achso, weil da oben auf der Kiste gekillt wurde. Schade, Mann. Ja, so ein Pech da unten im Keller, dass Forest den Frag macht. Ja. Aber das war auch irgendwie schlecht geschoben von Existence. Weil, wenn sie auf A, ich glaube B lag sogar noch der Decoy und ich hätte dann lieber auf A spekuliert und versucht so die Runde zu holen, weil den Retake auf B hätten sie alleine eh nicht geschafft. Ja. Ich finde der Fehler lag bei MBK, dass er da durchpusht. Existence war im Keller angesagt, also gehen sie schon mal davon aus, dass einer eventuell beim B-Haus aufkommt. Und MBK geht eben dahin, wo er angesagt war. Wird dann halt abgewartet und gekillt, das ist halt logisch. Ja, ich meine danach die Szene, wo er noch mal Keller checkt. Ja, ich weiß schon, aber ich meine, der Fehler ist eigentlich auch schon vorher passiert halt. Ne, Mika. Oh, Eco bei Real Games, pushen Action. Da ist noch einer, der steht gar nicht so gut. Boah, kriegen noch zwei Frags. Dann da jetzt Mitte. Haben sie die Waffe? Kommt sogar noch weg. Eine Waffe. Action hat der Waffe gut weg auf B. Für Forest still. Boah, was Forest für ein Sound hat. Was? Aber die Nate geht weg. Er geht weg. Nip schiebt nochmal komplett über Action. Geht natürlich Scream mit AK. Wird nicht mit Action gerechnet. Ah, sie haben noch Smoke, sie haben noch Flash. Ich meine, wenn Scream stirbt, smoken sie halt Connector und die Runde ist gegessen. Zeit läuft ab, Scream wird auf jeden Fall damit rechnen. Weil er sich vernünftig hinstellen. Wenn Existence ja, noch irgendwie vorkommen würde. Oh, schön, wenn er jetzt ins Eck noch geht. Das ist sehr geil, was sie da spielen. Sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Scream hat auch noch einen. Oder da stehen sie da jede Runde in dem Eck. Hör mal ab. Ob sie so spät noch damit rechnen? Die Nate ein bisschen zu früh. Naja, wir hätten schon längst. Boah, Alter, was? Das ist doch unmöglich. Das ist der Typ Gift, ey. Vor allem, wie er da nochmal neu ansetzt, ja, wenn der Shot so geht. Das. Krass.
selten solche kranken Shots gesehen. Er zieht rüber, macht den Shot, dann. Ja, stimmt, er hat dann nochmal neu angesetzt und zack, wieder. Wahnsinn. Dieser Typ. Aber siehst du, das hat funktioniert. Ja, egal, Verigames holt die Eco. Ja. Und Nip. Und Nip macht, Verigames noch was ganz Cooles. Geiler Boost irgendwie. Boah. Nein, Nip. Aber er stirbt nicht. Stirbt nicht. Und ich glaube. Ah, das ist tricky, was Verigames er, er sieht den nicht. Er ist immer noch da geboostet. Jetzt hat er den Fact. Oh, den zweiten. Nice. Ja, leider, leider bei zwei. Der Fact. Ah, ist egal. Oh, NBK darf jetzt nicht sterben. War aber echt eine ganz nette Aktion. Ah, er stirbt. Somit ist B offen. Der Dönerspieler hört auch die Steps. Kann jetzt, glaube ich, Döner reinspringen sogar. Ja, kommt von hinten. Scream. Deckt nicht. Ah, easy Frag. Das Runde von Fieber. Schade, dass so ein Move nicht belohnt wird. Ja, aber das war sehr riskant. Da hat irgendwie der Connector-Spieler dann noch gefehlt, der sie da wirklich noch abdeckt, damit sie da nicht überrannt werden können. Ah, Fieber kam aus dem Keller, wa? Ja. Echt? Achso, ja, okay. Gebürstet. Ich dachte, das war das Problem. Ich dachte, er ist Mitte runtergefahren. Ah. Er macht, ja, zum Glück, eigentlich hätte er auch nur einen Kill haben können und dann wären zwei gestorben, also der Move ist halt eher nicht so gut. Weil, ja, noch wieder, also außer sie decken halt speziell noch einen ab, aber wo willst du ihn halt hinstellen? Im ersten ist halt auch nicht sicher gedeckt aus dem Keller. Weil, er muss ja nur auf Radar schauen und dann durch die Smoke bangen. Zwei Mann hätten Geld. Kenny kann nicht legen. Aber sie versuchen's. Oh, ich ist daneben. Schade. Oh, Nip macht sich schon bereit für einen. Ah, und Scream steht da alleine. Spielt jetzt auf Retake. Das ist auch richtig blind. Scream passt aber gut. Aber Verigames spielt den Spot auf Retake. Aber nicht alle seine Flashes sind voll verbraten. Smith macht sogar einen Frag. Auch Mitte den gemacht. Könnte sogar was drin sein. Scream lebt noch. Boah, schön. Turn 1. Wieder den nächsten. Jetzt gut zusammenspielen. Schön. Und von MBK. Krasse Runde wieder von ihm. Ausgleich wieder. 13 beide. Boah, das ist echt ein krasses Match, man. Hat sich noch gelohnt, wach zu bleiben. Eco. Ja. Boah, bitte, Barry, jetzt nicht wieder verschwieren. Nach Nuke. Wow. Und man muss mal bedenken, sie hatten gerade super wenig Equipment, teilweise nur P290. Smith hatte nur eine Pistole. Zwei Leute. Aber Kenny hatte auch eine Awe. Ja gut, die konnte er selbst, das war wichtig. Scream mit der AK. Zwei Leute Pistole. Ah, das war schon krass, dass die Runde noch gemacht haben. Das war. Oh. Ja. Und Nip fängt würde T anfangen. Oh, bitte Scream geht die Leiter auch. Guck mal. Er muss aber warum? Ja, Freeberg weiß halt, wie sie decken, weil sie es schon so lange machen. Oh, Katie! Boah, er guckt nur halbherzig in das Eck. Und Katie verschießt. Oh Gott. Eng die Ecos wieder sind. Ja, zu eng. Katie holt jetzt Mitte. Oh, nein, der war drauf. Aber egal. Fand ich eigentlich auch. Genau. Nee, er hat einen Step gemacht, das ist das Problem, was viele AWP-Spieler machen. Die sind drauf und machen dann noch so einen Step zur Seite schon. Hm. Aber ich verziehe der Schuss. Oh. Keine Chance. Oh, zum Glück haben die keine Waffen. Was sollten sie eigentlich machen? Assist. Ja, muss der Frag. Sehr schön, Mann. 14. Runde. Auf geht's. Wir bleiben, wenn sie die Runde holen, können sie sogar
Das ist, glaube ich, in der letzten Eco. Ja, zumindest hätten sie nur 3, 4, 3, 5. Kommt drauf an, ob sie planen, ne? Ja. Ohne Flash halt. Ja. Eco will nicht so gut. Larry Games hat halt auf jeden Fall auch eine Eco nach der Runde, wenn sie verlieren. Ah, super. Super eng. Oh, wieder dieser Boost im Döner. NBK und dann gibt direkt einen Frag. Oh, er wartet eine Flash. Man kriegt sie, aber kein Frag. Nein, zu gierig dann will danach. Er aber auch zu viel. Ja. Und geht er danach nicht weg, wenn er merkt, dass er keinen Frag kriegt. Er will einfach zu viel. Oh, aber Kenny schießt wieder in der Mitte. Bisschen hibbelig gleich. Vielleicht. Oh, jetzt sterben sie einzeln. Oh, Fuß wieder. Glaube ich. Wenn das Forester was, glaube ich, Fuß hit. Nicht. Das müssen wir auch keinen. Jetzt hittet Kenny zwar einen, aber zu spät. Die war vor allem safe, ne? Ja, Forest. Was soll er nicht schaffen? Ah, wieder der Ausgleich und wir haben VG. Schade, Kenny hätte zwei Waffen legen können, ne? Hätte sie durchgebracht. So, kann er nur einen legen. Aber so eine Runde haben sie vorhin schon geholt. Die Frage ist, ob sie jetzt Eco machen. Das überlegen sie jetzt gerade. Ja, sie werden Eco machen. Ich denke, sie werden Eco machen. Nein, nee. Sie werden kaufen. Kenny hat eine Arme? Er hat sich einen Colt geholt, oder? Ja, hat eine Colt. Aber warum kaufen sie denn? Das macht keinen Sinn. Ja, auch eher auf Overtime gespielt hier. Das ist doch jetzt viel zu risky. Wenn sie die Runde verlieren, haben sie das Game halt verloren, so gut wie. Ja, auf jeden Fall, man. Komisch, dass sie halt kaufen. Scream allein am A mit P250. Sinn, dass sie kaufen, Mann. So, nochmal so eine Fläche in die Mitte. Guck mal, sie nehmen gleich Mitte ein. Scream Flash, Existence Flash, Döner. Jetzt ziehen sie raus. Oh, Nip steht aber noch sehr defensiv mit da oben. Oh, die Einnahme kommt zu früh. Vom Timing hat es überhaupt nicht gepasst. Action auch schon einer raus. Boah. Hey, das Scream, den noch macht. Das kann er noch einmal machen. Ja. Get right. Kenny. Ja, noch ein Geos. Muss safen, Kenny. Leider. Das wäre zum zweiten Mal 16-14. Aber abwarten. Viel Geld haben sie. Man, so eine blöde Entscheidung mit dem Kaufen da. Ja, das war echt dumm. Ich verstehe absolut nicht, was sie damit erreichen wollten. Aber was ich auch nicht verstehe, ist, dass kein CT-Team lässt einen Spieler unten Keller reindroppen. Weil man, weil als CT, wenn man guten Spawn hat, schneller als der T in der Mitte ist. Ja, sodass, ja, die haben es eben einmal gemacht. Halt. Einmal haben sie es gemacht und Forrest hat es gemisst. Ja. Forrest hat einen Frack gelackt, glaube ich. Die haben sogar, ja, doch. Das war so ein kleiner Move. Nicht Existence hat gemisst, sondern jemand anders einen Existence hat Refrack gemacht. Ja. Könnte man halt auch Rockstar spielen, so. Zum Beispiel MWK kann jetzt droppen einfach. Macht aber nicht. Ich meine, Williams hat eben auch eine Eco geholt. Das haben sie ja nicht. Kenny kassiert AWP schon Hits mit der Kenny mit der einzigen großen Waffe, die sollte er jetzt abgeben. Spekulieren gerade auf A ein bisschen. Die Waffe einfach abgeben eigentlich. Baut interessanterweise immer Mitte auf gegen Eco bzw. gegen Low Equip Runden. Die bauen jede Runde Mitte auf. Nein, die haben auch viele Argos gespielt. Ja, aber immer über Mitte. Oh, die Fläche ist so gut, aber. Am Anfang waren wir immer zu dritt Mitte, weiß nicht. Da immer einer am Nuki und zwei oben. Dann entscheiden sie, was sie machen. Oh, sie gehen. Was auffällt, ist, sie gegen kaum B auch halt. Ja. Immer nur einer, der gegammelt vielleicht hat. Vielleicht wird das sogar was. Kenny ist halt gleich down mit 30 HP, scheiße. Wenn er da rumzieht. Ja. Das war's. Der
vielleicht warten komm, sollen. Oh, er holt einen. Komm, mach noch einen. Mach dann. Darf noch keinen. Einen hat er. Doch. Oh, er macht auch keinen. Oh, jetzt werden die auseinandergenommen. Jetzt ist GG. Scream. Oh, das ist so schlecht. Oh. Naja, wenn sich Kenny dir aber auch nicht zeigen würde. Oh, schade, Alter. Naja. Ach, schade, ey. Zweimal 16-14. Also das war, also keine Ahnung, auf Nuke war es wirklich unlucky, halt so viele 3-on-2s zu verlieren, aber hier ist es weggeschmissen mit dieser Entscheidung, da zu kaufen in der einen Runde. Schade, Mann, aber war ein geiles Game. Mann, die spielen ja wahrscheinlich so wie Variance drauf ist auf dem Event morgen noch einmal gegeneinander. Ja, glaube ich auch. Mal schauen, was gleich im Lower Bracket noch so passiert. Danke fürs Mitcasten.